Hallo, ich bin's, die Sandra. Heute nochmal Fragen beantworten zum Handpferdereiten. Und zwar möchte ich mich ganz kurz auf eine Frage von der Andrea beziehen. Die Andrea schreibt, sie würde so super gern mit ihrem Pferd mitmachen beim Handpferdekurs, aber sie hat eben das Problem, dass sie nur ein einziges Pferd hat und deswegen wollte sie fragen, ob das überhaupt dann Sinn macht. Also generell, Wissen macht immer Sinn, liebe Andrea, in jeglicher Form und in jeglicher Art. Und dieser Handpferdekurs hat ja allein schon 300 Minuten an Bonusmaterialien, also mal locker 5 Stunden ungefähr. Ja. Das heißt, allein all diese Zusatzmaterialien, die da ja allgemein sind, über die natürliche Schiefe des Pferdes, aber eben auch zum Thema Muskelaufbau des Pferdes, aber auch wie du ein besserer Reiter wirst, aber auch ein besserer Pferdetrainer, eben Pferdepsychologie kommt vor, Trainingspsychologie und Didaktik für Pferde kommt eben vor, wie ist der richtige Aufbau, wie ist die richtige Vorgehensweise, dass man Pferde optimal motiviert, aber eben ganz ein großer Komplex ist auch dem Muskelaufbau gewidmet, weil ich einfach da so viele Fragen dazu bekomme. Und insofern muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn man jetzt akut sozusagen wirklich kein Reitpferd zum Beispiel zur Verfügung hat. Denn dieser Handpferdekurs ist wirklich extrem wertvoll für jeden Reiter und auch für jeden Trainer meiner Meinung nach, weil ich einfach ganz, ganz viel über die gymnastische Bodenarbeit auch schreibe, aber vor allem eben auch das in Videos und Videoschritten zeige. Weil ich ganz viele allgemeingültige Trainingshinweise gebe, die einfach super wichtig sind. Und im Endeffekt, wenn du diesen Kurs durcharbeitest, ja, es ist ja im Endeffekt 2/3 des Kurses, ist ja schon auch wirklich so allgemeines Training, aber eben auch Training, was ich wirklich vom Boden aus trainieren kann, wie ich ein junges Pferd auch zum Beispiel von oben bearbeiten kann, bevor jemand drauf sitzt, ja, wie ich das an die Stimme gewöhne von oben, an Bewegungen, an die Gerte von oben, dass wenn du dich eben final dann tatsächlich auf dein junges Pferd setzt, ja, dass es weder erschrickt noch Panik hat noch sonst irgendwas. Also auch das zeige ich natürlich alles in diesem Handpferdekurs, denn das Handpferdetraining verwende ich auch ganz, ganz oft natürlich für junge Pferde. Und wenn du sozusagen diese Schritte durchmachst, die ich da erkläre, dann bin ich mir sicher, dass du auch einen riesen Mehrwert einfach hast, auch wenn du jetzt final dann tatsächlich dieses Handpferdetraining nicht machst, ja, aber du wirst verstehen, wie man ein junges Pferd wirklich vertrauensvoll an den Reiter gewöhnt, an die Person als Pferdetrainer auch gewöhnt, ja, und da wirklich eine echte solide Basis schafft, dass jedes Pferd gerne und wirklich auch jeden Tag mit Begeisterung mit dir mitarbeitet. Insofern, ja, liebe Andrea, macht absolut Sinn, auch wenn du jetzt im Moment kein geeignetes Reitpferd hast. Und im Endeffekt, wenn du dir diesen Kurs kaufst und nach 30 Tagen sagst, nö, für das Geld hat sich's doch nicht rentiert, dann gib's einfach wieder zurück den Kurs, sag, ich möchte den Kurs nicht mehr. Wir geben dir dein Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Du schickst uns nur eine E-Mail, möchte hier Handpferdekurs zurückgeben. Das ist kein Problem. Und ich bin mir sicher, diese ganzen Bodenmodule und eben auch Bonusmaterialien werden dir sicher sehr, sehr für dich, aber auch für dein Pferd in seiner Entwicklung geholfen haben. Insofern, no risk in dem Fall, weil 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn nicht 100% satisfied. Ja? Bis bald, eure Sandra.